Hier sind wir wieder, die Frauen am virtuellen Brunnen. Und wir wollen heute sprechen über integrale Heilung. Das haben wir im letzten Mal schon gemacht, aber diesmal wollen wir den weiblichen Aspekt etwas genauer untersuchen. Und dies ist jetzt die Ausgabe des Brunnens vom September 2019. Und wie immer am Anfang machen wir ein kurzes Check-in. Ich bin also Heidi Hörnlein und ich bin in Italien und habe die Webseite thewisdomfactory.net und diese Veranstaltung hier ist praktisch das Online-Forum des integralen Forums, denn die meisten meiner Dinge auf der Webseite sind in Englisch, aber dies hier ist auf Deutsch und es wird dann dort auch gepostet und ihr könnt frühere Gespräche dort sehen und spätere natürlich auch. Ja, soweit erstmal zu mir. Dann mache ich weiter. Mein Name ist Daniela Borschel. Ich lebe in Fürth bei Nürnberg. Ich bin sehr aktiv im Integralen Forum e.V. Freue mich über dieses Thema heute, denn Heilarbeit ist für mich ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, wie das Integrale in die Welt kommt. So bin ich heute hier. Ja. Dann mache ich weiter. Ich bin Anna Hauser, ich lebe bei München und engagiere mich eher für Prävention und für sowas wie Potenzialentfaltung. Heilung ist eher ein Thema, was mich privat interessiert, wo ich sehr, sehr neugierig bin, eben eine weite Perspektive auf Heilung zu entwickeln. Ja. Und ich bin Marie-Rose Fritz aus Luxemburg. Ja, Heilung spielt in jedem Leben, spielt es immer wieder eine Rolle. Mal, dass man es braucht, mal, dass man bei anderen miterlebt, wie die damit umgehen. Weibliche Aspekte ist für mich jetzt, da bin ich sehr gespannt drauf, wo wir da drauf kommen. Ich habe leider die letzte Sendung nicht gefunden auf Internet und die nicht angehört. Das ist ein bisschen schade, wird mir jetzt bewusst, dass ich mich da noch hätte aktiv drum kümmern müssen, dass ich die doch hätte anhören können. Ja, mal sehen. Also wie gesagt, ich stehe mit ganz vielen Fragezeichen da. Ja, okay. Aber selbst aber auch schon viel aktiv zu meinen eigenen Heilungsprozessen beigetragen, ne, auf physischer Ebene, psychischer Ebene, seelischer, geistiger Ebene. Da kann man ja wirklich auch differenzieren, ne? Von wo aus geht man rein in Heilung. Ne? Und das Erste, was mir jetzt eingefallen ist zu weiblichen Aspekten, ist halt wirklich dann Heilung empfangen. Ich denke, was du jetzt gerade so angesprochen hast, ist im Grunde fast eine Zusammenfassung, was wir letztes Mal gesprochen haben, nicht? Die auf die verschiedenen Bereiche, auf die Heilung, in der Heilung stattfinden. Wir haben auch ein bisschen über integral gesprochen und wir können einfach das nochmal zusammensammeln. Was verstehen wir unter integraler Heilung? Hat es jetzt notwendigerweise was mit Integraltheorie zu tun oder kann man das auch ein bisschen weiterfassen? Also ich fand es total spannend, dieses Durchgehen der, von der Farben, also der Entwicklungsstufen, das fand ich total spannend und ich möchte einfach erzählen, ich habe ja hier in Gauting auch ein Treffen am Brunnen organisiert und habe auch einen Abend gemacht mit genau unserem Thema. Ich war sozusagen wirklich irgendwie infiziert und hatte einen wunderschönen Abend. Also die haben gesagt, das war der schönste bisher. Also sehr in die Tiefe. Und es hat, und ich habe über, die haben keine Ahnung, das sind keine integralen Frauen. Und dann habe ich so frei raus über diese Stufen gesprochen. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist eben gelb, wenn man alle Heilungsansätze zulassen kann, wenn man offen ist für alle. Also auch aus der Magenta, also aus der magischen Ebene, aus dem Schamanismus, genauso wie aus der wissenschaftlichen. Oder aus der Volksmedizin, das habe ich jetzt in Erinnerung, haben wir dem blauen Mem zugeordnet.
Genau. Ja, für mich ist das Wort integral insofern wichtig, als ich irgendwie vermeiden möchte, dass wir nur über ganzheitlich sprechen. Also ganzheitlich ist auch ein sehr schöner Begriff, aber der wird so viel verwendet und da wird oft für mich immer noch, bleibt etwas außen vor. Und wir haben das letzte Mal ja versucht zu ergründen. Und insofern ist schon der Wilbersche Integrale, das Modell haben wir sozusagen genutzt. Über Quadranten, über Typen, über Ebenen, Entwicklung reinzuschauen. Auch sozusagen in die spirituelle Komponente hineinzuschauen. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, ich wollte damit ansprechen, dass man oft nicht wirklich weiß, was integral meint. Ja? Also es wird oft verwendet in, sagen wir mal, mehr in dem holistischen Sinn oder im Sinn alles zusammen, ja, integrieren irgendwie. Und insofern ist es wichtig, dass wir also gesagt haben, es bezieht sich auf die Theorie, die wir kennen, Aqua Levels of Development und die Linien und so weiter. Und ich denke, das weibliche Aspekt, vielleicht passt das zusammen, wenn wir mal Linien angucken. Ich weiß nicht, oder? Ja. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich in einem integralen Salon mal, ich habe das Thema nicht Heilung aufgedrückt, den Aufhänger da nicht gemacht, sondern den Aufhänger gemacht auf gesund. Gesund in den verschiedenen Bereichen und da mich dann mit den Linien beschäftigt. Ja, also das war gerade auch, ich habe gerade, wie ich dann meinen Lautsprecher ausgeschaltet habe, auch gedacht, ich habe bei Aqua genau die Linien nicht aufgezählt gerade und dann habt ihr das sofort aufgenommen, weil ich hatte die im Kopf dabei und habe sie aber nicht genannt und habe dann gedacht, oh, das muss ich sofort nachschieben, das ist heute wichtig. Da scheint es gerade so eine Richtung zu geben, wo wir ergründen können. Kannst du irgendwie weitermachen? Ich fühle mich da nicht kompetent. Ja, ich kann weitermachen. Also ich glaube, was mich daran anspricht, ist die Frage, wo kümmere ich mich auch in meinem Leben darum, zu wachsen oder zu reifen in meiner Kraft, mich selbst zu heilen, heil zu sein, gesund zu sein. Was sind das dann für Linien? Sind die in inneren und äußeren Quadranten? Also, und es gibt es sicherlich auch in einem Wir, aber wenn ich jetzt mal auf ein Ich schaue, dann, wenn wir über die integrale Lebenspraxis sprechen, haben wir ja immer wieder Aspekte davon drin. Und bei mir fängt es aber immer in dem Innen an, in diesem Bewusstsein. Gesundheit auch zu empfangen. Heilung zu empfangen, um anzuschließen an das, Marie-Rose, was du sagtest, diesen weiblichen Aspekt. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Ich versuche gerade mir vorzustellen, was du da jetzt meinst. Ich habe den Eindruck, dass in unserer westlichen Welt dieses Heilen oder Gesundsein immer ein Wegtun von Krankheit ist oder ein sozusagen ein eher etwas erreichen wollen oder etwas loswerden wollen ist und weniger etwas umfassen, empfangen, durchleben. Also so, dass es immer eher in dieser Entwicklung gesehen wird und weniger in dem einfachen Erfahren. Und ich kenne zum Beispiel Menschen mit chronischen Krankheiten, die sich durchaus als heil empfinden. Also die einfach das als einen Teil ihrer Existenz nehmen. Ja, und weil du sagst, erfahren, so wie ich die Heilpraktiken heutzutage sehe, es ist eigentlich mehr machen. Was machen, damit du heil wirst oder damit du gesund wirst. Ja, nimmst du die Pille oder gehst du in die Sauna oder es wird viel gemacht. Ja? Und empfangen eigentlich... Ja, wenn ich mir vorstelle, ich kriege Reiki oder irgendeine Technik, Hand auflegen und sowas, das wäre ja dann Empfang. Mhm. Ne? Aber das ist ja nun in unserer Gesellschaft so, ach na ja, das ist
Ja, so ein bisschen, das ist doch nicht ernsthaft. Lässt sich nicht beweisen. Das kann man nicht beweisen, nein, nein. Resultate von diesen ganzen Heilungskreisen und so, es lässt sich nicht beweisen. Und da, das ist total unklar, ja. Und das ist ja diese drei Ebenen von Medizin, ne? Die eine, was wir letztes Mal auch angesprochen haben, die eine ist eben die auf der körperlichen Basis, die andere auf der psychischen Basis, die nächste Stufe, und die dritte Stufe ist die energetische Basis. Die psychische ist in unserer Gesellschaft mehr oder weniger schon als, naja, dass es einen Einfluss hat auf Heilung oder auf Krankheit oder auf Gesundheit, es ist jetzt mehr oder weniger durchgekommen. In den 50er, 60er Jahren gab es das auch noch nicht. Ja? Dann hat man das noch abgelehnt, so, dass das mit der Psyche was zu tun haben könnte, wenn man krank ist oder auch wenn man wieder gesund wird. Aber ich denke, im gegenwärtigen Moment ist energetisches Heilen noch nicht wirklich in Betracht gezogen, außer bei so jemand wie du, nicht, Daniela, und ein paar anderen Leuten, und die das ja auch aktiv machen. Aber es ist noch eine kleine Gruppe, die das als effektiv anerkannt und sieht, dass es was bewirkt. Magen wir da ein bisschen drüber sprechen, was da der Unterschied ist? Also ich würde gern einschieben, diesen weiblichen Aspekt. Also ich habe das Gefühl, haben Frauen inzwischen einfach ein größeres Bewusstsein dafür, wie viel Dimensionen Heilung beinhaltet. Und du hast jetzt gesagt, dieses Machen, also ich habe das Gefühl, da sind wir schon ganz schön unterwegs, dass eben der andere Teil dieses Weglassen wollen, das ist ja mindestens auch im Kollektiv schon längst wieder angekommen, egal ob jetzt welche Art von Fasten, ob intermittierend oder Basen oder was auch immer. Also dass ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht belegen, aber ich habe das Gefühl, Frauen sind viel stärker dafür offen, für die Selbstverantwortung. Eben nicht nur, dass sie passiv irgendwas verschrieben bekommen wollen, sondern dass sie bereit sind, mit Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt eben, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Ist es nicht sowieso eigentlich Heilberufe mehr ein weibliches ist, zumindest in unseren Gesellschaften? Nicht mehr. Nein, schon lange. Nein, heilen. Ich meine, eine Operation ist auch ein Heilungsprozess und wird auch in manchen Fällen gebraucht. Das ist halt eine ganz männliche. Ach, da wird was rausgeschnitten, Punkt. Ne? Das hat aber auch seinen Platz, ne? Ich meine in dem Sinne, dass ich gehört habe, dass mittlerweile fast alle, also überwiegend Frauen in den Heilberufen tätig sind. Du meinst jetzt in den geistigen Heilberufen? Ja, auch in normalen Ärzteberufen. Es ist immer mehr Frauen an den Universitäten, die neu studieren, immer mehr Frauen als Männer. Das habe ich nicht gewusst, weil ich sehe, hier im Land sind es deutlich mehr Männer, die Ärzte sind, als Frauen. Wenn ich nach dem Arzt. Also hier in Italien sehe ich viele, viele, viele Frauen. Mhm. Und ich habe es generell gehört, aber ich kann mich irren. Wenn ich nach einem Psychotherapeuten suche, dann gibt es mehr Frauen. Mhm. Wenn ich diese esoterischen, nicht bewerteten, also im gebraucht wirklich als esoterisch, wenn ich im esoterischen Bereich suche, gibt es auch deutlich mehr Frauen. Aber die paar Männer, die da sind, die sind alle Starleute. So ein bisschen. Was dann wieder ein männlicher Ausdruck ist von der Art und Weise, wie sie sich nach außen präsentieren. Ja, ich würde ganz gern nochmal auf diese Linien zurückkommen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich weiß die Zahlen nicht, wie sich das verteilt mit weiblich und männlich. Ich habe jetzt auch so hingespürt, an manchen Stellen spüre ich mehr Frauen, in anderen Heilberufsgruppen mehr Männer. Aber die Frage ist, was braucht es denn eigentlich für innere Entwicklung? Also welche Linien kann ich als Daniela entwickeln in Bezug auf dieses Heilsame in meinem Körper sein?
mit dieser integralen Landkarte im Hintergrund. Also was, ich finde es ganz spannend, mal auf die Linien zu schauen. Ich weiß nicht, ob euch das auch anspricht. Also ich habe jetzt gerade eben mein Ding gefunden, was ich damals im Salon gemacht hatte. Heil sein und heil werden, gesund sein und gesund werden. Ne? Ich hatte unterschiedliche Linien eben, hatte ich rausgesucht und dann jeweils eine Polarität geguckt. Und dann haben wir damit gearbeitet, ne? Was alles zu Gesundheit dazu gehören könnte. Da habe ich dann zum Beispiel psychisch im Gleichgewicht zwischen Wohlgefühl und Unwohlsein. Und dann geistig auf der Höhe zwischen verwirrt und Klarheit. Dann in guter spiritueller Anbindung zwischen Sinnlosigkeit, Gefühl von Sinnlosigkeit und sinnvoll. Das als gesund, ne? So subjektiv erlebt. Dann physisch gesund zwischen krank und vital. Gesundes Verhalten zwischen destruktiv und konstruktiv. Es ist natürlich alles immer ein bisschen subjektiv angeschaut worden, ne? Aber das ist ja auch das Erleben, das man braucht, um sich bewusst zu werden, ja, wo stehe ich, ne? Also mit diesem Psychogramm. Und dann kollektive Dinge, gute kulturelle Mitwelt, ablehnend oder unterstützend, als zur Gesundheit beitragend. Und sonst günstige soziale Strukturen zwischen unpassend und ökologisch. Also das waren die 2, 4, 6, 7 Linien, die ich da jetzt rausgesucht hatte, mit denen wir dann an dem Abend gearbeitet haben. So, und wo nachher dann jeder für sich, ich hatte eben eine Tabelle gemacht, auch wo jeder für sich dann so spontan eingeordnet hat, wo zwischen 1 und 10, wo steht er, dann hat man so ein Psychogramm mit verschiedenen Pfeilhöhen. Ne? Mhm. Und dann immer mit der Frage, was ist für mich okay, so wie es ist? Worunter leide ich, weil es so ist, wie es ist? Und wo als drittes Punkt, als dritte Frage, wo ist ein Punkt, wo ich sehe, da könnte ich jetzt einen nächsten Schritt machen. Da ist Energie, da könnte ich jetzt was verändern. Wenn ich soll ich die Tabelle mal kurz mit dem Bildschirm teilen. Bildschirm freigeben. So hat es ausgesehen. Und wir haben uns eben vorher, sind wir so rumgegangen, standen diese Linienbegriffe mit den Polaritäten, da mit den Extremgefühlen dazu, standen jeweils auf Kärtchen, die dann im Boden verteilt waren. Und jeder ist so ein bisschen da rumgegangen, hat sich alles angeguckt und so einfach nur reingespürt und in seinem Leben geguckt, was fällt ihm dazu ein an konkreten Situationen oder an konkreten Erfahrungen an. Was fällt ihm dazu ein, wie es ihm einfach, was fällt ihm dazu ein, ne, zu der Linie, zu der. Und dann, als wir alle angeschaut hatten oder so, dann haben wir eben spontan auf dieser Grafik so einen Pfeil gemacht, zu irgendeiner spontan zwischen 10 und 1 und haben uns das dann angeschaut, wie das dann aussieht, ne? Dieses Psychogramm über gesund. Jetzt gerade gesehen, dass die Irene noch dazugekommen ist. Und ja, wunderbar, hallo. Hallo. Ich dachte 18.30 Uhr, oder? Habe ich mich in der Zeit vertan? Ja, wir hatten auf 6. Ah, sorry. Oh, ich war irgendwie 8. Oh. Irgendwie hakt es hier, aber ist okay. Und ich bin mit diesem Medium auch noch nicht so geübt und deswegen ein bisschen aufgeregt. Alles gut. Wir sind jetzt so mittendrin gerade. Und Marie-Rose... Ich war einfach so. Ja. Ist was? Okay? Soll ich mich ein bisschen vorstellen? Oder was war dein Vorschlag jetzt? Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Mach das doch mal weg.
Das überlasse ich gerne Heidi als Moderatorin hier. Ja, gerne. Herzlich willkommen, Irene. Und dann, es tut mir leid, ich habe dir nicht nochmal extra geschrieben. Ich dachte, du kriegst den allgemeinen Brief auch. Aber das, okay. Ja. Kannst du dich kurz vorstellen, wo du bist, wer du bist, wo du bist und genau. Klein. Ich bin Irene, lebe in der Nähe von Würzburg. Und war mehrmals jetzt schon zweimal auf integralen Konferenzen vom Integralen Forum. Einmal in Berlin zum Thema Gefühle vor 2 Jahren. Ich finde die integrale Landkarte, sage ich mal, sehr spannend, aber auch sehr komplex. Und fand in Nürnberg dieses Treffen vom Frauenfeld sehr spannend. Leider war es mir bisher noch nicht möglich, dazuzukommen. Aber ich bin dran, verfolge es ganz gern weiter. Und jetzt fand ich die Einladung zum Brunnen ein sehr schönes Thema, auch das mit der Heilung. Ich bin derzeit im Umbruch, in einer Umbruchssituation. Ich habe meine Arbeit beendet Ende August, habe jetzt noch ein paar freiberufliche Aufträge und will mich neu orientieren. Da stehe ich so. Und da spielt das Thema Heilung, glaube ich, auch eine Rolle. Also ja, Heilung meiner Herzensqualität oder meines Herzens ist so aufgetaucht jetzt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich lebe alleine. Mein Mann ist gestorben vor 10 Jahren. Und ja, auch da bin ich am Gucken, wo ich als Frau hin will. Das Frauenthema bewegt mich im Grunde, seit ich Schülerin bin. Bin ich irgendwie Frauen bewegt, gern Frau, Frauen bewegt, mehr als mehr, mal weniger. Und ja, freue mich jetzt, dass es da so ein Forum wieder gibt. Schön. Frag mich, wenn ihr was wollt. Danke dir für den Beitrag. Und wir waren jetzt gerade dabei, Marie Roos hat vorgestellt, was sie über die Linien, wir haben gedacht, Linien wäre vielleicht ein Ausdruck von, wo man das Feminine, das Weibliche am besten sehen könnte. Und sie hat gerade einen Chart gezeigt von einem Salontreffen, das sie gehalten hat, und die verschiedenen Linien. 7 Linien hattest du, glaube ich, ne, Marie-Rose? Hatte ich jetzt rausgesucht. Ne? Ja. Mhm. Bei Linien ist es ja immer so, dass man trotzdem mehrere, ja, unterschiedlich auch haben kann, je nach Thema. Ja, natürlich. Mhm. Ja. Mhm. Genau, und es gibt ja auch ziemlich viel mehr Linien. Es gibt ja nicht nur 7, ne? Es gibt ja, also ja. Unendlich im Grunde. Ja. Wo man den Fokus drauf macht. Genau. Ne? Was ich noch dazu sagen wollte, was mir noch so ein bisschen fehlt dabei, ist Freudigkeit und als Mittel zur Heilung. Ja? Also wo bin ich in meinem Mood? Bin ich da irgendwo da unten und hänge fest in so einer Art Depressiven und Unlust und so, ne? Und Leben ist schwierig, oder bin ich da oben? Was ist denn das für eine Linie? Ich hatte ja dafür psychisch im Gleichgewicht zwischen Wohlgefühl und Unwohlsein, hatte ich jetzt da. Ja, da hast du das da mit eingepackt. Das gehört für mich Freude mit dazu. Okay, gut. Freude, ja, allgemeines. Was mir an deiner Auswahl dieser Linien sehr gut gefällt, ist, dass da eben ganz bewusst die Quadranten involviert sind. Also da habe ich ganz klar einen in dem unteren linken Quadranten gefunden, also in dem Kulturquadranten, ne, das kulturelle Umfeld. Ja. Dann waren das einmal auch dieses systemische Blick, ja. Wie sind denn die Strukturen, also rechts unten, ja. Wilber. Und es war auch das echte Verhalten, also mein eigenes Verhalten im rechts oben, ja. Also ich außen. Und weil wir oft, schauen wir nur auf einen Teil, entweder nur auf das Verhalten oder nur auf das Innen. Und wir vergessen so oft diese kollektiven, also auch die Entwicklungslinien in den kollektiven Quadranten. Mhm. Und das hat mir da jetzt sehr, sehr gut gefallen an deiner Auswahl. Sehr nützlich fürs Forschen einfach. Mhm. Also ich habe ein bisschen erst eben, ja, psychisch, das ist immer das Emotionale, dann das Geistige, wirklich die Klarheit, auch wo das Kognitive auch mehr dazu tut, das Spirituelle und das Physische. Das sind dann so die 4 Sachen, die ihr dann anscheinend letztes Mal besprochen hattet, ja. Und dann eben oben rechts Verhalten, kulturelle und soziale Strukturen, ja. Ich hatte mich schon ein bisschen daran orientiert.
Ja, da denkt man ja oft überhaupt nicht dran, nicht? Und das haben wir, glaube ich, auch nicht, soweit ich mich erinnern kann, berücksichtigt, die sozialen Strukturen letztes Mal. Macht unglaublich viel aus auch, ja. Wenn wir da jetzt auf weiblich gehen wollen würden, was wäre eine weiblich, wie soll ich sagen, für unser Empfinden, für weibliches Empfinden eine nötige soziale Struktur, um Wohlbefinden zu haben oder sich entfalten zu können oder gut in der Welt sein zu können? Ja, die Verbindung, die Verbundenheit. Strukturen, die das ermöglichen, respektive die das fördern. So wie es Gruppen gibt, wo Menschen sich treffen, die das gleiche, die gleiche Krankheit haben zum Beispiel. Das sind Strukturen, die ich eher als weiblich sehe. Ne? Wohingegen Krankenhäuser, wo man behandelt wird, ne, ist eher eine, für mich eher eine männliche Struktur letztendlich. Oder magst du das fest? Also dieses männliche oder weibliche dann in dem Kontext? Wenn wirklich was gemacht wird, dann wird, wenn es klare Richtlinien gibt, dann sehe ich das eher als, als männlich. Und wenn es eher so wirklich das rein menschliche, ja, die Verbindung und Verbinden, und mehr so hineinfühlen und fließen lassen, ja, wo führt es uns denn hin, ja, was brauchen wir denn, nicht schon im Vorhinein so pragmatisch 1, 2, 3 Schritte, diese 3 Schritte müssen gemacht werden, sondern erstmal so, so gemeinsam auch suchen, so einen Raum öffnen, gemeinsam suchen und gucken, das ist für mich eher weiblich. Ja, ich würde das auch so sehen. Das ist Community-Bildung und Bildung im Grunde, was wir ja machen. Wir kommen zusammen und überlegen uns gemeinsam, wie könnte das sein, wie siehst du das, wie ist das für dich und so. Und Krankenhäuser, was du nimmst, das, 10 Tage das, 15 Übungen das und nächstes ist es Regeln und du kriegst du drauf und hast du das zu machen. Ja, es ist eine komplette andere Vorgehensweise. Da bist du eigentlich auch nicht in Kommunio mit dem Arzt oder mit den Krankenschwestern, sondern das sind im Grunde 2 abgegrenzte Teile. Übrigens, Anna und Irene, wenn ihr sprechen wollt, ich habe euch stumm gestellt, weil es ein Echo gab, dann müsst ihr euch dann entstummen. Soll ich das Diagramm noch da lassen oder soll ich rausgehen aus dem Bildschirm teilen? Ich denke, du kannst rausgehen, aber wir haben es jetzt gesehen und können, wenn uns noch was davon, also ich fand gerade die Strukturen, fand ich jetzt mal eine gute Idee, dass ich drüber nachzudenken. Ja. Und das ist mehr das Wir-Gefühl, dass das das Weiblichere ist. Das heißt, wir würden dann sagen, die linken Quadranten mehr weiblich und die rechten mehr männlich, kann man nicht sagen? Das würde ich nicht sagen. Typen gibt es in allen, kann man in allen Quadranten ausdifferenzieren. Okay. Die Sonne so voll im Gesicht. Ja. Also ich habe bei den Bewusstseinsebenen habe ich sowas wie einen Wechsel zwischen ich und wir. Also zum Beispiel sag, diese Rot ist eben eher ich, also diese eher männliche Seite, während im Grün, aber das ist meine Sichtweise, dass ich das Gefühl habe, das ist eben dieses Ausgerichtetsein, dieses eindringend Männliche und alle Ebenen auf egal ob Grün, was wäre noch, Beige, Magenta, Grün, was ist denn noch dazwischen? Sabalot, das ist gerade weg. Dass ich meine, das sind eher der Raum des Wir, wird dadurch offen. Blau.
Genau. Ja, für mich gibt es ein männliches Wir und ein weibliches Wir. Und es gibt ein männliches, ein mehr männliches Ich und ein mehr weibliches Ich. Ich würde das nicht, nicht so korrelieren. Also im der strengen Lehre nach ist es weder männlich noch weiblich, ja. Aber eben in der Werteentwicklung in Spiral Dynamics wird dieser Bezug oft hergestellt. Das ist aber auch nur eine Form Ebenenentwicklung zu sehen und die sehr stark, dockt sehr stark auch an unser Bild von männlich und weiblich in der westlichen Welt. Ne, in kollektiveren Kulturen, die sehen das zum Teil ganz, schon anders, ja. Und das deswegen sollte man da nicht, also es gibt es immer und es mag Gewichtungen haben, aber es ist immer beides vorhanden, so wie Marie-Rose es gerade gesagt hat. In meinem Empfinden auch. So, wie würdest du dann jetzt, wenn wir wieder auf Heilung kommen, und ich möchte irgendwie immer mal auf die Geistheilung kommen, wie würdest du das, den weiblichen Aspekt in Geistheilung sehen? Für mich, also erstmal auf den ersten Blick, ist das für mich eine weibliche Sache, obwohl es sicherlich auch andere gibt. Oh, hier ist die Ulrike auch. Wunderbar. Ich rede dich gerade im Moment, Daniela, an, aber wir können erstmal Ulrike kurz sich vorstellen lassen, denn sie war im Brunnen ja auch noch nicht dabei. Und, ja. Hört ihr mich? Okay. Tut mir leid, dass ich so spät dazu komme. Es war jetzt sehr dramatisch und ihr seht, ich bin woanders als sonst. Ich bin gerade auf dem Landsitz gelandet und habe meinem Mann noch was am Computer geholfen und dann hat er gesagt, ich muss jetzt weg, da ist noch ein Treffen und dann war ich natürlich etwas pikiert. Habe meinen Schlüssel gesucht, habe meinen Autoschlüssel gefunden, bin raus, Tür zugemacht und habe ihn rausgelassen, weil mein Auto das letzte war. Und dann stehe ich wieder vor der Tür, merke, ich habe keinen Hausschlüssel. Und ich habe das erste Mal hier, obwohl ich schon seit 20 Jahren hier bin, im Keller den Schlüssel gesucht und gefunden. Und könnte man meinen Mann natürlich an die Wand klatschen, obwohl er nicht wirklich nicht ganz viel Schuld dran hat, aber ich freue mich, dass ich es geschafft habe. Jetzt so, macht ihr weiter, ich höre zu. Bitte. Tut mir leid. Das war eine Dichotomie, männlich-weiblich. Du hast einen Anschluss an unser Thema heute gefunden, gerade mit dem Tag, den du erlebt hast. Ja. Das waren jetzt nur 10 Minuten, das war nicht mein Tag. Mein Tag war wunderbar. Alles gut. Ja, dann gehe ich jetzt auf die Frage ein von dir, Heidi. Was ist am Geist heilen oder energetischen heilen oder was immer wir für einen Begriff nehmen, weiblicher oder vielleicht weiblich oder männlich? Ich habe das jetzt gerade überlegt. Für mich hat das sehr stark was Weibliches. Nicht, weil es was Männliches ausschließt, aber weil es ist sowohl eben, also wenn ich sozusagen, wenn ein Heiler oder eine Heilerin für mich arbeitet oder wirkt, dann empfange ich. Also bin ich in diesem Empfangmodus als Patientin, nenn es jetzt mal Patientin. Und wenn ich heile, dann bin ich eigentlich ein Kanal oder ich empfange auch und ich bin ja nicht jemand, der etwas gibt. Also ich gebe ja nichts von mir weiter, sondern es ist ja in einer spirituellen Verbindung, die an sich eher an dieses Große anknüpft, an Geist oder in diese Geistverbindung geht. Und es ist empfangend und gebend gleichzeitig. Also insofern, da tue ich mich jetzt schwer. Also es ist nicht, das ist eigentlich ununterscheidbar, würde ich jetzt mal sagen, im Empfinden. Also ich erlebe das als nicht unterscheidbar, aber in dem Ablauf ist es erst ein Verbinden. In der Form. Und Ulrike als meine Lehrerin in diesem Punkt ist ja hier, kann das noch viel besser erklären als ich. Ja, danke, denn ich hatte auch intuitiv das Gefühl, dass Geistheilen oder energetisches Heilen eigentlich mehr empfangend ist. Und wenn du selber mit dir energetische Heilübungen machst, da tust du zwar was, aber du empfängst trotzdem auch, ja?
Also ich mache jeden Tag irgendwelche solche Sachen so, ne? Und Knie und Überkreuz, also solche Dinge. Und dann tue ich was, aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ist auch etwas, was mir zugute kommt gleichzeitig. Und wenn dann jemand anderes bei dir was macht, ich habe ja auch mal Handauflegen gemacht auf einem Kurs, und da habe ich das auch erfahren, dass man im Grunde, es sind nicht meine Hände, die das da irgendwo, da ist irgend so ein Geheimnis drin und das kriegst du jetzt, ja, sondern dass das also schon von einer anderen Dimension kommt. Und das fand ich auch sehr spannend, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dann in so eine Art meditativen Zustand gerate, ja, dann bin ich zwar da, aber ich bin trotzdem nicht da, so irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich weiß nicht, ob das ist, was ihr in eurem Verständnis von Heilung so sieht. Und da würde mich auch interessieren, Ulrike, was du da sagst. Also das Heilen, was ich gelernt habe, ist Heilen mit Hand auflegen. Und das arbeitet erstmal mit den elektromagnetischen Energien der Erde. Und wir müssen hier auf der Erde leben und da müssen wir gesund sein, sage ich jetzt mal, um gut leben zu können. Und insofern arbeiten wir in der Hauptsache mit den Erdenergien. Dass die spirituellen Sachen auch mit einfließen, das ist ganz klar. Und wir rufen auch unsere Geistführer an und kriegen auch wenn wir es mal vergessen, in speziellen Fällen auch Hilfe von oben. Also wir Menschen sind einfach die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und die Erde darf man dabei eben wirklich nicht vergessen. Na? Himmel ist gut, Erde ist für uns einfach lebenswichtig. Ne? Ja, mehr würde ich jetzt dazu gar nicht sagen. Wir sind einfach so verbunden im Grunde mit allem und wir sollten uns dessen bewusst sein. Ne? Auch die Situation heute, vielleicht habe ich die so kreiert, damit ich bei euch teilnehmen kann. Weil wenn mein Mann nicht so schnell weggewollt hätte, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, das hier anzumachen. Ne? Mein Laptop brauchte auch noch das Zoom-Programm und das hat auch noch gebraucht. Aber ich bin jetzt total happy, bei euch zu sein. Total happy. Ist so schön. So wichtig. Und ich meine, weiß der Himmel, wer das so, wer mich so geführt hat, auch dass ich den Schlüssel so schnell gefunden habe und das auch geschafft habe, überhaupt da unten reinzukommen, um mich dran zu erinnern, ich bin so froh. Und es zeigt mir auch, wie wichtig das war, für mich hier dabei zu sein. Das ist schön. Ich habe jetzt eine Frage an dich, Ulrike. Wie geht das mit der Erdverbundenheit? Ich meine, Erde gilt ja allgemein auch als weiblich, ne? Ja. Wie fließt das ein in die Arbeit? Man kann sich vorstellen und die Vorstellung ist sehr, sehr powerful. Die ist einfach sehr, sehr mächtig. Wenn du dir vorstellst, durch die Fußsohlen einzuatmen, die Fußsohlen haben eine relativ große Fläche, die auf der Erde steht. Also ne, wenn ihr die Füße richtig einfach gut auf die Erde stellt und euch vorstellt, durch die Fußsohlen einzuatmen und dann die Energie hochzuziehen durch das ganze System bis in den Hals und dann durch die Hände rausfließen lassen. Und das ist... Also man kann sich das vorstellen, also einatmen und Energie rausgeben, einatmen und Energie rausgeben. Und man kann sich das vorstellen wie die alten Wasserpumpen, ich glaube, die kennt ihr alle noch, mit dem Schwengel. Erst ist es so, dass es immer nur rauskommt, wenn man den Schwengel runterdrückt und irgendwann gibt es einen kontinuierlichen Fluss. Und so ist das mit der Energie auch, also wirklich richtig spürbar. Und manche Leute müssen sich erst noch eine ganze Weile darauf konzentrieren, ne? Einatmen, rausfließen lassen. Ich kann dazu in der Zwischenzeit unterrichten und es läuft trotzdem weiter. Ne?
Ist das nicht schön, dass wir wieder ein Wasserbild haben mit einem Brunnen? Ja, das ist so wichtig. Mit dieser Idee, dass da Wasser gepumpt wird und dann irgendwann fließt. Ausgleich vom Druck sozusagen zu diesem dauerhaften Fließen führt. Schön. Ja, und das passt zu dem, nicht? Zu dem Weiblichen und zu dem Fluss und des Sich-Ergießens. Ja, aber es ist eben auch sehr machtvoll. Ne? Es ist sehr machtvoll und wird von den Feuerwehrmännern bedient. Wir sind ja auch sehr machtvoll, wir weibliche Personen. Wir wissen es nur oft manchmal gar nicht. Ja, genau. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Integralen. Jetzt haben wir das Weibliche betrachtet. Ich kriege das jetzt noch nicht so ganz zusammen. Integrale weibliche Heilung. Also der weibliche Aspekt in integraler Heilung. Können wir da nochmal drüber nachdenken, wie man das irgendwie... Oder sagen wir mal so, was ist an den verschiedenen Heilungswegen, was ist da dran weiblich und was ist da dran integral? Wir haben jetzt hier gesagt, das Energieheilung ist eher weiblich. Dann sagte Marie Rose, dass sie empfindet, dass im Krankenhaus, das ist eher männlich. Nicht? Was ist integral? Haben wir überhaupt den integralen Heilungsweg insgesamt? Finden wir den irgendwo? Es gibt eine amerikanische Heilerin, die sehr stark, ja, du hast ja mit der schon Interviews gemacht, die hat ein Buch geschrieben, die sich sehr stark auf das Integrale bezieht. Mhm. Lynn Feldman. Ja. Sie war eigentlich erstmal nicht Heilerin, sondern sie war krebskrank und wollte sich selber heilen. Und dann hat sie sich erinnert, dass sie ja eigentlich integrale Theorie kennt und hat dann entsprechend sich das zusammengesucht und hat dann das Buch veröffentlicht über ihren Weg. Mhm. Ich kenne ja die Psychobionik, die nach synergetischen Prinzipien funktioniert, also auch nach dieser gewissen Chaos-Theorie. Und da gibt es ein Buch, das auch integral aufgedröselt ist. Und ich erlebe das, die Psychobionik erlebe ich als sehr integral auch. Kannst du mir sagen, was das ist? Ja, ich erlebe es auch als sehr weiblich erlebe ich, das muss ich sagen. Da geht es um Tiefenentspannung, Bilder aufkommen lassen und dann innere Aufstellungsarbeit mit diesen Bildern und so die inneren Bilder dann auch eben in Chaos versetzen, respektive in Betroffenheit, die innere Figuren, die auftauchen, in Betroffenheit versetzen, so dass sie von alleine selbst organisierend kippen in gesündere Bilder, in gesündere Archetypen, damit ein gesünderes inneres Kind entsteht, eine gesündere innere Mutter, eine gesündere innere Liebhaberin, ne? So. In tiefen Entspannung. Und es geht wirklich darum, die Bilder kommen zu lassen, aus der Tiefe heraus, aus einem sehr tiefen Entspannungszustand auch. Das habe ich noch nie was davon gehört. Regeln, die miteinander ins Gespräch bringen, die Figuren, die auftauchen. Und das machst du alleine oder wirst du da geführt? Ich habe gelernt bei jemandem oder ich habe damit eben einen Großteil meiner Krankheitsgeschichte der letzten 4 Jahre konnte ich damit wirklich innere Bilder, haben sich von in diesen Prozessen wirklich von alleine total geändert. Und ich kann es jetzt alleine, ja. Und ich habe auch schon etliche Leute darin geführt, durch solche Prozesse. Mhm. Spannend. Ja. Und ich glaube, dass wenn wir über integrale Heilung, also weibliche Form integraler Heilung sprechen, dann ist das jetzt vielleicht auch so ein Suchen nochmal nach dem, was einfach noch fehlt. Also in dem, was noch dienlich sein kann, zu bereichern. Mhm. Und zum Beispiel in der integralen Aufstellungsarbeit gibt es eine Aufstellung, die heißt Symptomaufstellung, wo ich
da schaue ich dann eher auf die Kult, also sozusagen auf die, auf das innere Wir, also auf das, was vielleicht mein Krankheitssymptom an Verstrickungen im Hintergrund hat, die ich nicht sofort sehe, also was es mir ausdrücken mag. Sei es jetzt über Familienkonstellationen oder Beziehungskonstellationen, nicht geklärte Dinge. Sehr, sehr nützlich. Das ist eher eine, da würde ich jetzt sagen, das ist dann eher eine Anwendung, die sozusagen diesen links unten Quadranten anschaut. Und das ist, hat weiblich und männlich relativ ausgewogen. Es geht in eine Verbindung, es guckt in die Beziehung und es ist trotzdem ja, sehr klar und schritthaft, also prozesshaft vorangehend. Hast du das jetzt Symptomaufstellung genannt? Wie heißt Symptomaufstellung? Das ist, da nimmt man Ich und Symptom und dann schaut man letztlich nach den... Also eine Form von Strukturaufstellung im Prinzip. Ja, genau. Ja. Genau, also Ich und das Symptom. Aufstellungsarbeit finde ich auch, erlebe ich auch als eine gute, sagen wir mal, eine gute Mischung zwischen weiblich und männlich Energie. Ja. Und davon haben wir ja noch nicht gesprochen, dass Aufstellungsarbeit auch Heilungsarbeit ist. Ne? Ja, unbedingt. Wir sollten noch ein bisschen mehr suchen, was passt was da noch hinein. Heilungsarbeit sein kann. Ne? Mhm. Weil ich habe in meinem Leben halt wirklich, ich habe in den 80er Jahren viel mit Reiki, also mit Handaufleben, Heilung gemacht und darin mich geübt. Und ich habe einfach im Laufe der Jahre sind viele andere Heilungsmethoden, ist viel dazugekommen. Und ich sehe das immer wieder, wie wichtig es ist, die richtige Methode zum richtigen Zeitpunkt da zu haben, parat zu haben. Ne? Die ganzen Gesprächs, Psychotherapien oder so, das sind auch Heilungsmethoden, wie sie in, den, in der Postmoderne aufgetreten sind. Psychische Heilung geschieht durch Gespräch auch. Die Idee des Sammelns finde ich jetzt genau schön, wo wir gerade sind. Ja, und also was, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal angesprochen habe, es gibt von Sri Aurobindo und Mutter ein Buch, ich glaube, Yoga der Heilung oder so ähnlich. Ich muss es euch nochmal nachschauen und würde es dann auch dazugeben. Und dort werden sehr fortgeschrittene Praktiken, also das sind Gesprächsaufzeichnungen eben, aus sehr spirituellen, aus dem spirituellen Kreis, und da wird zum Beispiel sehr sauber erklärt, warum welche Heilungsform nicht überall wirksam ist, weil sie auf verschiedene körperliche Ebenen greift. Also wenn wir jetzt das Bild der drei Körper zum Beispiel nehmen, und dort wird zum Beispiel eben auch eine fortgeschrittene Form erklärt, wo ich aus meinem Körper herausgehe und dann diesem Draußensein heilend auf meinen Körper eingehe. Das ist nicht so, also ich übe die schon eine Weile, diese Praxis, die ist nicht so einfach, merke ich. Also da habe ich noch einen Übungsweg. Das erscheint mir als nochmal eine neue Form. Aber die könnte ich jetzt nicht als weiblich oder männlich verorten. Die ist für mich weder noch, also die ist einfach darüber. Die ist, aber da gibt es, also Sri Aurobindo und Mutter haben wirklich auch eine Form versucht zuzuordnen, die man auch angucken kann. Ich schreibe euch den Titel. Ja. Ich würde auch sagen, dass wirklich generell mystische Erfahrungen eigentlich auch meistens heilend sind. Das ist wirklich eher die Ausnahme, ist, dass das krankheitsfördernd ist. Aber gut, das ist jetzt eine Spekulation. Aber es kann auf jeden Fall heilend sein, sagen wir mal so. Es kann ja auch einfach ein Gespräch heilend sein. Man muss noch nicht mal mit einem Psychotherapeuten reden, aber einfach untereinander sich öffnen und auf einer tiefen Ebene miteinander sprechen, kann heilend sein. Empathie. Ja. Dazu kommt Empathie, ganz sicher. Ja. Und dann dachte ich an die Gruppengespräche, die Gruppendynamiken. Das ist ja auch ziemlich Mode gewesen in der Postmoderne. Encounter-Gruppen und so. Musik. Musik, oh ja. Ja.
Musik. Power of Music, ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ja. Musik und Tanz, sagen wir so. Ja, ja, Tanz ja. Auch, Kunst auch, ja, also. Ja. Ja, auch dieser körperliche Ausdruckstanz, der ist mir jetzt diese Woche mehrfach berichtet worden, dass es Menschen machen, also dieses über Körpererfahrung. Also in der Anthroposophie mit der Eurythmie, mit dem, was auch aus den USA kommt, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, also diese wirklichen, wo der Körper sehr, sehr stark eingebunden ist. Und für mich ist, wenn ein Körper eingebunden ist, hat das auch was Weibliches für mich irgendwie, in meiner Idee im Kopf. Ja. Also sowas wie eine Gebetsgebärde. Also wenn wir sagen, jetzt Gebet, in dem, wenn wir es noch weiter aufmachen, dann wäre es ja auch eben ein Gebet und dann wäre es die Gebärde oder das Körpergebet oder der Tanz. Ja. Und beten eben auch. Ja, auch. Und was wir noch nicht genannt haben, ich habe das Gefühl, das ist ja jetzt wieder allmählich wieder gesellschaftlich akzeptiert, dass es eben Versuche gibt, über bestimmte Substanzen zu prüfen, wie weit das heilen kann. Also nicht nur spirituelle Erfahrungen, Nahtoderlebnisse, sondern eben auch, dass es inzwischen medizinische Untersuchungen gibt, dass bestimmte Ayahuasca oder was auch immer, dass das durchaus ein Heilungsweg sein kann, wenn es sozusagen korrekt und begleitet gemacht wird, wenn ärztlich begleitet und nicht im Missbrauch, wie halt in einer bestimmten Zeit der Einsatz war. Und dann fällt mir auch noch ein, die chinesische Medizin, die ja auch hauptsächlich eine Energiemedizin war, nicht? Oder ist? Was wisst ihr darüber? Ja, sowohl als auch. Die arbeiten auch mit Kräutern, ja. Also es gibt, jetzt wo wir das aufmachen, ne, es gibt endlos viele Heilungsmethoden, endlos viele. Ne? Mir ist jetzt gerade eingefallen, dass ich eben da im Rahmen meiner Krebstherapie ganz viele Bücher gelesen habe, ne, über die ganze, und dass es da auch Bücher gibt über Heilungsgesetze, was es als Grundprinzipien braucht, damit etwas funktioniert. Das fand ich auch, also fällt mir eben jetzt wieder ein, das ist sehr spannend auch, ne, dass man da Prinzipien festmachen kann. Sag nur einen Satz dazu. Bitte. Da müsste ich mich jetzt ein bisschen stärker konzentrieren, um. Also Angstverminderung zum Beispiel. Wohlfühlen wird immer zur Heilung mit dabei. Eben und auf den verschiedenen Ebenen gucken, Körper, seelisch, geistig, in dem Umfeld, wo man ist, die verschiedenen Dimensionen berücksichtigen und anschauen. Sie da, damit kommt man dann auch wieder ins Integrale hinein. Welche Zustände sind förderlich für die Heilung? Dazu fällt mir jetzt gerade ein, man sagt ja, dass die Menschen im Tiefschlaf sich selbst, der Körper und die Seele sich selber heilen, nicht? Und dann kommt das, was Anna sagte, Substanzen, die dann so eine ähnliche Wirkung haben wie in die Tiefe oder tiefe Meditation oder sowas, ne? Dass das ja doch offenbar schon nachweislich, auch wissenschaftlich erforscht, Heilung. Natürlich nicht, wenn du dir ein Bein gebrochen hast, da hilft das wahrscheinlich nicht so viel, aber für bestimmte Sachen, das ist eben auch nochmal rauszuklamüsern, welche Methode passt auf was. Ja, yeah, ne? Yeah. Die richtige Methode ist extrem wichtig. Mhm. Die ist individuell und in der Situation muss es angeschaut werden. Ich habe gestern nochmal jetzt was ganz was anderes, Heilung. In der Zukunft über Nanotechnologie, habe ich einen Vortrag gehört, wird man für Krebs eine Pille herstellen können, weil Krebs auf Nano-Ebene agiert,
die genau für deinen Körper gemacht ist und nur für dich, also individuell. Und dann kann man mit dieser Pille den Krebs heilen. Das finde ich auch schon mal spannend, nur die Idee. Ja, das scheint so weit zu sein, dass die Leute sich mit diesen Dingen auch beschäftigen. Das ist jetzt auf der rein körperlichen Ebene. Ne? Ich finde es jetzt gerade ganz wichtig, was jetzt gerade im Raum ist, nämlich dass es da nicht das Richtige, der richtige oder der falsche Weg ist, also, sondern es eher darum geht, etwas Passendes zu finden. Und es ist oft auch eher eine Kombination ist von Dingen, die miteinander sich unterstützend auf mehreren Ebenen wie soll ich sagen, wirksam sind, also auf der grobstofflich-körperlichen, auf der seelischen, auf der physischen, also auf der psychischen, also so, sozusagen, oder ätherischer Körper, grobstofflicher Körper, welches Modell wir immer nehmen, aber dass es sozusagen integral für mich wichtig ist, nicht eine Methode oder eine Form über eine andere zu stellen, sondern immer zu schauen, um wen geht es eigentlich und und wo ist es dienlich? Also so wirksam klingt jetzt vielleicht zu sehr erfolgsabhängig, aber dienend im dienlichen Sinne. Und dann finde ich fast unser Thema heute, das auf weiblich zu reduzieren, schon zu klein. Also ich will damit sagen, dann würden wir ja auch die Hälfte weglassen und das fühlt sich nicht gut an. Und so. Die Unterscheidung zwischen Heilung und Gesundheit auch nochmal wichtig. Ich weiß nicht, weil ihr darüber geredet habt. Es wird ja oft gleichgesetzt, aber ich finde es nicht gleich. Also ich kann heil sein, auch wenn ich krank bin oder beeinträchtigt bin. Also von daher, was ist die Frage? Für mich heißt es, heil zu sein, in meiner Ganzheit zu sein oder auch eine Art Zufriedenheit zu haben. Wobei Frieden jetzt nicht, Zufriedenheit nicht so eine oberflächliche Zufriedenheit. Oder vielleicht auch, wenn ich viele Ebenen integriert habe, dass ich dann auch in gewisser Weise heil bin. Wie seht ihr das? Ja, ich sehe es auch so. Und dass da jeder für sich, das ist was Subjektives, wie man es auch empfindet. Es hat eine subjektive Komponente, es hat natürlich auch eine objektive Komponente, ne? Aber für die Person selbst, glaube ich, ist es wichtig, ob man in einem gewissen Balance bleibt oder ob man sich das Gefühl hat, auch sich weiterzuentwickeln, auch in einem ganzheitlichen Gesundheitszustand. Oder ob man das Gefühl hat, man baut einfach nur ab. Das wäre für mich jetzt auch, ob ich mich gesund fühle oder nicht. Ich fühle mich gesund auch, wenn ich eben alle Komponenten anschaue und sehe, ja okay, ich habe schon ein bisschen Arthrose, und kann ich jetzt vielleicht gerade nichts tun, aber in anderen Bereichen kann ich was tun, und so mein Gesamtgefühl ist, dass ich mich doch gesund fühle, einfach so mal jetzt. Dass ich das machen kann, was ich gerade machen möchte. Von daher so ein ganz subjektives Gesundheitsgefühl vielleicht habe. Auch wenn ich objektiv niemals hundertprozentig gesund bin. Ich finde, es ist ganz wichtig zu unterscheiden, auf welcher Ebene wir von Heilsein sprechen. Ne? Auf der körperlichen Ebene kannst du eben nicht heil sein oder nicht normal funktionieren und offensichtlich auf der psychischen oder geistigen Ebene eben dich als heil empfinden. Ohne auch da hundertprozentig heil irgendwie hundertprozentig zu sein. Also ich habe gerade zwei Gedanken. Also zum einen ist mir das Bild im Kopf
von der Leiter, dass man sich ja weiterentwickeln kann, auch wenn man, also das ist so aus, in der Erinnerung, dass man sich auch verwundet, beschädigt, wie auch immer, trotzdem weiterentwickeln kann auf verschiedenen Ebenen. Das ist so ein Bild, dass sozusagen ja trotzdem eine Weiterentwicklung möglich ist. Und das Zweite, ich habe mal ein Seminar mitgemacht, das hieß, und da haben wir uns sozusagen paarweise auch, wo bin ich beschädigt sozusagen, ich bin gebrochen und doch ganz. Also dieses Ganzgefühl und gleichzeitig dieses, ich bin beschädigt. Wir alle, jeder von uns hat irgendwelche Traumata mitbekommen, denke ich mal. Und man kann sie meinem Verständnis nach nie vollständig heilen, sondern man kann damit umgehen lernen. Also wenn ich jetzt von der nicht körperlichen Ebene, sondern eher von der psychischen Ebene zum Beispiel spreche. Und das hat mich sehr beeindruckt, dieses wirklich die Frage, wo fühle ich mich heil und doch ganz? Wo fühle ich mich beschädigt, gebrochen? Vielleicht ist es ja auch dieser weibliche Weg, einfach diese Idee, es müsste etwas hundertprozentig sein, loszulassen. Weil allein das ist ja schon, da fällt ja schon eine große Last von mir, wenn ich etwas meiner Gebrechen behalten darf, irgendein verstecktes Trauma behalten darf und nicht alles lösen darf, muss. Das ist ja auch super befreiend und macht mir wieder mehr Freude, was wieder meine Gesundheit stärkt und mich heiler fühlen lässt. Genau, da fällt ein Anspruch weg. Ich verabschiede mich jetzt. Ich gehe zum Tanzen. Ja. Lass dir gut gehen. Ciao, ciao. Danke euch. Tschüss. Ja, schade, dass Anna schon gehen musste jetzt. Es gibt diese Emotional Freedom Technik, wo der Eröffnungssatz ist, auch wenn ich das und das habe, bin ich okay, so wie ich bin. Dieses sich selbst akzeptieren, sich selbst lieben, sich selbst verzeihen, auch allen anderen verzeihen, die vielleicht damit zu tun haben, und die klopfen dabei auf die Meridiane. Also ne, die der Eröffnungssatz geht über den Karate-Chop-Point und dann gibt es halt die anderen Punkte, wo man klopft. Leute, die hellsichtig sind, können sehen, dass jemand, der das macht, seine Aura oder sein Energiesystem insgesamt so aktiviert, dass einfach das Energieniveau erhöht wird und dadurch viele Macken einfach wegfallen. Auch Unwohlsein oder Schmerzen oder ich weiß nicht was, auch Arthrose oder sowas, ist zum Teil ein Symptom von einem niedrigen Körpertonus. Und es sind einfach Sachen, die man mit der Erhöhung des Energieniveaus schon verändern kann. Im Verlauf jetzt war noch so, wo ich einfügen möchte, wenn wir beim Heilen in der Gruppe arbeiten, ist das Energieniveau natürlich noch viel höher. Oder wenn wir diese Heilertreffen haben, da weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich vorher gehabt habe und warum ich mir Sorgen um irgendwas gemacht habe. Da geht es mir einfach gut. Und dann kommt einfach auch noch dieser Punkt der Selbstliebe dazu. Also ne, Emotional Freedom Technik ist eine Sache, aber dieses Gefühl zu haben, nicht nur ich bin okay, sondern ich liebe mich selber und ich werde auch geliebt vom Universum, was immer das ist. Ne? Ich fühle mich gerade nicht geliebt von meinem Mann, aber ich weiß, dass er mich so liebt, wie er kann. Und trotz allem kann ich mein Wohlbefinden daran nicht festmachen. Und
wirklich, ich mache das manchmal, dass ich hingehe und sage, auch wenn ich so Defizite aus der Jugend und weiß der Himmel was und so empfinde, wo ich dann denke, meine Güte, eigentlich ist das Ganze so installiert oder so aufgebaut, dass wir alles kriegen, was wir brauchen. Und ich hole mir das dann. Ich hole mir das aus dem Universum oder aus der Erde, auch wie auch immer. Oder im Wald oder so. Wir haben so viele Selbstheilungsmöglichkeiten. Man sagt immer, bei Frauen sind die Hormone eigentlich die Leitbahn, die unsere Wahrnehmung einfach auch für andere Dinge öffnet oder öffnen. Haben wir natürlich ab einem bestimmten Alter auch nicht mehr so. Und die weißen Frauen damals waren ja nicht nur Frauen, das waren einfach auch Männer. Also es ist nicht so, dass es nur weiblich ist. Und es gibt sehr, also wirklich auch sehr körperlich spirituelle Männer. Wie gesagt, ich bin immer unsicher, wie man es ins Integrale integriert, weil ich das als sehr männlich empfinde. Also als intellektuelles Konstrukt, wobei das natürlich auch interessant ist und auch wichtig. Diese Systeme sind wichtig, weil sie einem auch wieder Ebenen öffnen, die man sonst, die auch Frau sonst nicht erreichen würde. Jetzt halte ich wieder den Mund. Es ist sehr schön. Ich wollte nur sagen, ich mache jetzt einen Kurs mit Jane Houston. Hey. Ja, mache schon öfter so Bücher gelesen und sowas. Und da geht es auch, wir haben vorhin über Bilder gesprochen, wo du deinen Arm bewegst, den kinästhetischen, aber auch den Vorstellungsarm, ja, dass du lernst, also in der Vorstellung viele Dinge zu machen. Das hat mich jetzt erinnert an das, was Marie Roos sagte vorhin. Und dann die EFT-Technik. Ich kann mittlerweile das spüren, sofort mehr oder weniger, nach ein, zwei Durchgängen, dann irgendwas löst sich da, ja? Irgendwas wird besser und ich bin da ganz dankbar dafür, denn früher habe ich mich immer, habe ich so eher mechanisch und habe es nicht geglaubt und so und jetzt fange ich langsam an zu glauben, dass es möglich ist und das finde ich doch ganz schön für mich. Ich würde sagen, wir haben jetzt in einer Stunde mehr oder weniger sind wir zusammen gewesen. Wollen wir noch irgendwie eine Art Zusammenfassung kreieren, versuchen zu kreieren von dem, was wir jetzt gefunden haben? Ja, ich kann für mich sagen, also für mich hat es sich nochmal richtig geöffnet. Mein Gott, was gibt es viele Möglichkeiten. Ist einfach wunderbar, wie viele Möglichkeiten es gibt. Ja, dem kann ich mich gerade anschließen. Also diese Vielfalt und gleichzeitig auch diese, wie viel ich davon schon nutzen darf und kann, das ist ein großes Geschenk. Und mit dem, was du noch eingebracht hast, Heidi, mit Nanotechnologie, also da gibt es auch weiter, wird Neues noch dazukommen, was sich uns noch erschließt. Das können ganz alte Sachen sein und das kann auch eine neue Innovation oder ein technologischer Fortschritt sein. Also uns allen, also uns Menschheit ist wichtig, heil zu sein. Ja. Mich war es erstmal sehr inspirierend. Ich habe jetzt kein so Ergebnis. Brauche ich aber auch gar nicht, sondern eher diese Anregung, diese vielen Methoden, die vielen Wege. Und, ich merke, dass auch das Gespräch für mich gerade auch berührend heilsam ist, jetzt so wie ich mich in der knappen Stunde jetzt auch so anders auf meiner Couch jetzt sitze. Also hat er sehr, sehr heilsames auch, dieser Kontakt jetzt mit euch. Danke. Und ich merke, ich werde weiter drüber, ja, das nachklingen lassen oder ja, nachdenken oder suchen, mich inspirieren lassen.
Ja, dann mache ich mal weiter. Es ist ja vorausgesagt, dass für, also wirklich dieses Jahr oder na, im Verlauf, dass die Medizin sehr große Durchbrüche schafft, um Krebs und solche Sachen zu heilen auf eine ganz neue Art. Ist es einfach für uns wichtig zu schnallen, dass es immer darum geht, das eigene Energieniveau zu erhöhen. Und wenn die Medizin es schafft durch Nanotechnologie oder was, dann ist das gut. Unter Umständen tut sie uns auch schwächen, ne? Weil die durch Nanotechnologie versuchen sie auch irgendwie Schwermetalle in den Körper zu bringen, weil sie wissen, Gold heilt Krebs, aber im Grunde Schwermetalle als Elemente sind für den Körper nicht gesund. Als Energie ja, aber nicht als Element. Und für mich wäre wirklich, was Heilung angeht, zu gucken, aus welchen Dingen auch immer wir Energie ziehen können und uns selber und unser eigenes Energieniveau erhöhen zu können, ist einfach das A und O. Keine Angst zu haben vor G5, sondern zu gucken, dass wir einfach auf eine höhere Frequenz kommen. Wir haben keine andere Chance. Und das ist eine Chance. Es ist keine Bedrohung, sondern es ist eine Aufforderung, die ich wirklich gerne annehme, wobei ich wirklich denke, meine Güte, wir waren im Verhältnis auf einem sehr niedrigen Energieniveau. Ne? Die Heilfrequenz vom Handauflegen war bei, weiß der Himmel, 8 bis 10 Hertz. Und jetzt geht's um, ich weiß nicht, 500 Hertz oder was, oder 800. Und das ist das, was wir erreichen können. Und die jungen Leute sind zum Teil schon so verdrahtet, dass sie das schaffen. Also gut, oder dass sie damit einfach schon auf der Welt sind und aber kaputt gemacht werden durch unsere Medizin oder durch unsere Maßstäbe oder ich weiß nicht was. Mein Anliegen wäre, die jungen Leute zu fördern und aber auch über die jungen Leute mehr mit dieser neuen Energie in Kontakt zu kommen. Das finde ich ja spannend, wenn man davon ausgeht, dass man als Kind eine ungeheure Menge von Energie hat, die dann im Laufe des Älterwerdens meistens irgendwo abhanden gegangen wird oder geht. Und das überzeugt mich, mehr Energie, ein energetisches Niveau zu heben. Und aus meinem eigenen Leben kann ich das sehen, wie wenn ich niedrig energetisch bin, da geht es mir einfach nicht gut. Und wenn ich dann wieder das Niveau anheben kann, dann kann ich mich plötzlich einfach freuen über Sachen, die ich sonst überhaupt nicht sehen würde. Ja, und ich denke, wenn man... deswegen fragte ich vorhin nach der Freude. Wenn man in so einer Art freudigem Zustand ist, ist man heiler, als wenn man so in so einem so zusammengefallenen Zustand ist. Und ja, was mich fasziniert, ist auch die Vielfalt an Heilung. Wo passt was? Und ich würde generell euch allen, die das angesprochen hat, zustimmen, dass Uplifting, ja, wenn man so schön sagt auf Englisch, dass das die Grundlage von allem ist. Ne? Wunderbar. Ist noch irgendwas ein Anliegen, bevor wir uns trennen für heute? Nee, okay. Dann werden wir offline noch besprechen, was wir nächstes Mal machen. Okay? Gut, dann sage ich erstmal, mache ich dir. Ja, und ich komme gerne wieder. Gut, super. Okay.